Vitalis, ein Hengst vom Vivaldi D-Day Argus. Er wurde uns hier an der Hand präsentiert von seiner jetzigen Reiterin Isabel Frese. Dieser imposante und monumental wirkende Hengst ist, glaube ich, auch einer der Lieblinge von Isabel, wie man sieht. Er kam 2016 auf die Station von Paul Schockemühle und gab sein sportliches und züchterisches Debüt auf der Hengststation. Bei der WM der jungen Dressurpferde in Ermelo setzte er einen Meilenstein, denn er selbst gewann die Intermedia 1 und wurde Stallion of the Year, während seine Tochter Victoria's Secret zur Weltmeisterin der fünfjährigen Dressurpferde gekürt wurde. Er qualifizierte sich souverän für den Nürnberger Burgpokal in Frankfurt, den er auch in der Einlaufprüfung sowie im Finale für sich entscheiden konnte und noch ein i-Tüpfelchen obendrauf setzte, nämlich in der hier gezeigten Kür der drei Besten. Seit Jahren ist er schon auf der Überholspur mit seinen Nachkommen, die auf Auktionen zu Preisspitzen gereichten. 19 gekürte Söhne gibt es bereits von ihm. Vitalis selbst rangiert in der FN-Zuchtwertschätzung mit 151 Punkten an siebter Stelle und liegt mit 149 Punkten im Jungpferdebereich ebenfalls weit vorne. Der Burgpokalsieger Vitalis und Isabel Frese. Isabel, du wirst es mir nachsehen, wenn ich hier zunächst war, eine Leistung. Aber noch mehr muss ich sagen, verneige ich mich vor deinem Pferd. So ein Bewegungskünstler und dann gepaart diese Qualität an Schritt, Trab, Galopp mit der Gelassenheit, mit der er das hier in dieser Atmosphäre absolviert. Das nötigt jedem, auch vielleicht den Nicht-Pferdekennern, höchsten Respekt ab. Gratuliere dir, Vitalis. Ich komme jetzt allzu sehr ins Schwärmen. Brauche ich gar nicht, weil die Note drückt aus. 10,0. Herzlichen Glückwunsch. Und hier kommt er nun zu uns in die Fechter Auktionshalle. Nach seinem grandiosen Erfolg in der Frankfurter Festhalle, er konnte nicht nur das Nürnberger Burgpokalfinale gewinnen, sondern wie wir es eben auch gerade sahen, den Siegerpreis. Und das ist schon eine herausragende Leistung für einen, wie ich finde, auch herausragenden Hengst. Vitalis ist ein Hengst, der mit wirklich überragenden Grundgangarten ausgestattet ist und mit einer unglaublichen Lektionssicherheit brilliert. Wenn wir uns auch hier die Dreierwechsel angucken, mit welcher Gelassenheit und Leichtigkeit er sie springt, man könnte denken, das Tor könnte aufgehen und er kann sie noch bis ins nächste Dorf springen. Pirouetten gut gesetzt und getragen. Und besonders auffallend ist immer seine hervorragende Selbsthaltung. Pirouette zur anderen Seite, rechts wie links, die Pirouetten sehr gut ausgeprägt und gleich wie in einer Kür flüssiger Übergang in den Schritt. Und so kennen wir ihn, so haben wir ihn auch in Frankfurt gesehen, er ist sofort gelassen dabei, schreitet, als würde er durchs Gelände bummeln. Ich glaube, ein Hengst mit besonderem Interieur, man kann ihn abspannen und wieder anspannen und das ist natürlich ein Traum für jeden Dressurreiter, wenn man sein Pferd runterfahren kann, aber auch wieder Zügel aufnehmen kann. Das Pferd ist sofort bei einem, macht mit und präsentiert sich toll. Das ist natürlich der Idealfall. Ein Hengstpotenzial erleben dürfen, mal was für die Oldenburger Zucht und darüber hinaus weltweit für Furore sorgen kann und sollte. Ich denke, dass wir hier zum Schlussakkord
noch einmal Standing Ovation diesen beiden Spitzenmeistern Isabel und Vitalis geben könnten. Wir können uns ganz langsam erheben, damit sie ja nicht durcheinander kommen, aber ich denke schon, das sollte es gewesen sein. Eine Hengstschau, wo man nur zu gratulieren kann. Paul und Umzu, deine gesamte Mannschaft, einfach von besonderer Spitzenklasse. Vitalis hier bei uns. Feiert ihn noch einmal. Und nun eine kleine Auswahl von Nachkommen des Vitalis. Hier ein Fohlen aus einer Florenzio Feinbrandmutter. Villeneuve unter Dorothee Schneider, hoch erfolgreich bis zum Nürnberger Buck-Pokalfinale. Und Valverde unter Eva Möller, dreifacher Westfalen-Champion, vierter beim Bundeschampionat und qualifiziert für die Dressurpferde-WM, die leider Corona-bedingt ausfiel.